Wo ist Ruffy? Gute Frage. Ich wusste gar nicht, dass er weg ist. Ich hoffe, dass es Ruffy gut geht. Was denkst du, Saber? Dann bin ich überfragt. Das Essen ist fertig. Das heutige Menü ist ja etwas ganz Besonderes, da ich mir keine Gedanken über eine gewisse Vielfraß machen muss. Ich freue mich schon. Es freut mich, Schnucki. Immerhin habe ich es nur für dich gemacht. Schnucki, wie kannst du es wagen? Wenn du keiner von Ruffys Mannschaft wärst, würde ich dich an meine Schlangen verfüttern. Sanji? Frau Hancock? Also das kann ich nicht glauben. Wie? Wo ist das Problem, Deku? Wie kann euch Ruffy so gleichgültig sein? Natürlich ist er das nicht. Aber es braucht mehr, um ihn zu erledigen. Ach was, den haut so schnell nichts um. Aber... Komm schon, Deku. Iss auf. Die beiden vertrauen Ruffy vollkommen. Nur weil sie sich so aufführen, bedeutet das nicht, dass sie sich keine Sorgen machen würden. Zumindest glaube ich das. Da ist er wieder, der Alarm. Ein Notfall! Wir haben eine Person in San Francisco aufgemacht, auf die Ruffys Beschreibung passt. Ist das wahr? Dann bin ich sofort da. Ruffy! Wo ist der? Dem Bericht nach sollte das hier der richtige Ort sein. Ruffy! Nein, halt, das ist nur eine Kopie. Ich mach mal kurz eben hier das und das da weg, weil ich das hier auch auf YouTube hochlade, will ich das auf jeden Fall... Ja. Brauche ich das erstmal nicht? Nein, halt. Das ist nur eine Kopie. Jetzt habt ihr verdammten Venoms mich wütend gemacht. Und jeder, der eine Lady wütend macht, bekommt es mit mir zu tun. Ich treffe den einfach nicht. Yay, ich hab getroffen. Oh Gott, jetzt reicht's mir. Der verteidigt alles! Was ist denn los mit dem? Da fällt mir ein, ich hab Boa Hancock noch nie gespielt. Ja! Friss meine Liebe!
Das war's. Das war's. Mitten in der Attacke hat er mich erwischt. Hat er was gemacht. Mitten in der Attacke. Ah. 162 Treffer. Alter, Alter. Okay. Nochmal. Ich hab verteidigt! Willst du mich verarschen? Okay, da hat er mich jetzt wirklich getroffen. Alter, wie wenig Schaden! Was zum... Ja, es ist ein bisschen feige, was ich da mache, aber hey, es ist nützlich. Alter, die machen voll wenig Schaden. Wie kannst du es wagen? Mal die Knochen knacken lassen. Ich habe auch in Zukunft irgendwie Bock auf The Forest. Ich weiß noch nicht, ob ich das im Stream machen soll oder so privat für mich, weil privat für mich habe ich meistens nie wirklich Zeit, weil ich die meiste Zeit mehr streame, um halt auch in anderen Spielen voranzukommen. Habt ihr Ruffy gefunden? Nein, das war nur eine Kopie. Ruffy, ihr zwei seid ja am Boden zerstört. Was habe ich dir gesagt? Ich wusste doch, dass sie sich Sorgen machen. Dann muss ich mich später bei Ihnen entschuldigen. Ich hoffe wirklich, dass es Ruffy gut geht. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass Ruffy, Goku und Naruto vielleicht sogar jetzt auch kontrolliert werden. Das waren, glaube ich, die einzigsten bis jetzt, die noch nicht besessen waren. Was ich aber cool fände, wenn man dann Selbstmachtcharakter gegen einen anderen Selbstmachtcharakter kämpfen würde.
könnte, weil die Story sagt so, jetzt ist dein Charakter besessen, jetzt muss der andere Charakter gegen ihn kämpfen oder so. Das wäre so awesome, dass die sich da halt die anderen Selbstmachcharaktere, also einen Nutzen daraus ziehen oder so. Das wäre cool, aber kann man eigentlich nicht von dem verlangen, dass sie das sowas einbauen, weil das wäre, glaube ich, ein bisschen schwierig umzusetzen. Wer soll der Unteranführer sein? Was für ein Unteranführer? Wer hat hier gerne einen Anführer unter sich? Warum macht ihr alle so ein langes Gesicht? Gon, schön, dass du kommst. Wir brauchen mal deine Meinung. Eine Meinung? Wir unterhalten uns darüber, wer der Unteranführer werden soll. Ich stimme für Kakashi. Für mich? Nein, danke, ich passe. Ich denke auch, dass Kakashi die beste Wahl wäre. Er ist ganz einfach der Älteste und Weiseste von uns. Und auch wenn er die Hälfte der Zeit etwas verwirrt aussieht, ist er ziemlich gewieft. Er sieht verwirrt aus. Seiya und ich denken, dass Trunks am geeignetsten wären. Er denkt immer zuerst an andere und handelt nie ohne nachzudenken. Ich habe auch für Trunks gestimmt. Also steht es 3-3. Also wird deine Stimme den Ausschlag geben, Gon. Es geht mir jetzt ein wenig zu schnell. Hey, ich habe eine Idee. Wenn es wirklich 3-3 steht, warum kämpft ihr es nicht aus und der Gewinner entscheidet? Ja, aber das Team, was ich nehme, dann wissen wir ja jetzt schon gleich, wer der Anführer wird. Immerhin muss der Unteranführer stark sein, oder nicht? Das ist eine gute Idee, so machen wir es, Trunks. Ich bin zwar nicht ganz von der Idee überzeugt, aber ich bin dabei. Seid ihr sicher? Nun gut, wenn ihr darauf besteht. Das heißt, wenn ich jetzt Kakashi spiele, ist er der Anführer. Wenn ich jetzt aber Trunks spiele, ist er der Anführer. Okay. Wir werden voll gespoilert. Wie wär's, wenn beide Anführer werden? Man kann sich doch beraten, oder nicht? Okay. Was die Teams angeht, da und ich kämpfen in Kakashis Team. Und Killer und ich kämpfen mit Trunks. Aber wenn wir das durchziehen, werde ich mich nicht zurückhalten. Ich auch nicht. Ich glaube, Trunks gewinnt. Es sah so aus, als würden wir Trunks wahrscheinlich spielen. Wäre cool, wenn wir sogar entscheiden dürften, welche Fraktion wir spielen. Jo, Kakashi wird der Anführer. Also ich denke mal, dass es so ist, dass wenn Kakashi gewinnt, dass es natürlich dann der Anführer wird. Nein!
Na komm! Was? Alter, wie viel zieht denn das bitte? Das ist ja fast die halbe Leiste. Ich schaue übrigens mal, dass ich vielleicht irgendwann mal TTT organisiere, dass ich das aber, ja. Das Problem ist, TTT mit meinem PC gleichzeitig dann noch zu streamen oder aufzunehmen, das ist, ne. Das ist einfach, das schafft mein PC nicht. Ich glaube aber, da reicht es, den Arbeitsspeicher zu erhöhen, deswegen gucke ich mal, dass ich, Killer erreiche, der hatte da noch was und dann, ja. Dann gucke ich mal, dass ich so eine TTT-Crew organisiere. Ich wollte ja schon eine Freundin dazu überreden. Mal. Es wäre schon ganz cool, wenn wir das mal irgendwie auf die Beine kriegen würden. So für einen Tag in der Woche oder so TTT. Alter, was? Der kontert einfach meinen Konter, warum? Das cool wäre, wenn man die Attacken des Gegners kopieren könnte. Siehst du nicht, dass ich was lese? Das wird nichts. Doch! Nice! Ja, ich find's cool, dass Kakashi das kann. Das habe ich auch in der letzten Staffel von Shippuden nicht bemerkt, dass er das gemacht hat. Also ich. Nö! Habe ich wahrscheinlich total verdrängt. Die ganzen Filler sind schuld. Dieser Kilo hat mich gerade voll irritiert. Er kam da einfach von der Seite an. Ich wusste gerade gar nicht, was los war. Der kam aber auch so random von der Seite angeschissen. Ich hoffe ja, dass irgendwann mal die Spieleflut auch aufhört, damit ich auch mal wieder Platz auf meinem Kanal bekomme. Damit ich auch die ganzen Projekte, die ich noch aufgenommen habe, auch endlich mal runtergerasselt werden. Trunks Team hat sich gut gehalten. Aber auch Kakashis Agilität war nicht von schlechten Eltern. Kakashi, ich habe etwas nachgedacht. Und wir werden beide Anführer. Sprich dich aus. Ich teile deine Gedanken. Was redet ihr da? Wollt ihr uns doof sterben lassen? Ich erkläre es, wenn wir wieder in der Basis sind.
Ich habe doch vorhin schon am Anfang gesagt, die beiden werden zusammen Anführer. Und wie ist es ausgegangen? Wir haben entschieden, aktuell keinen Unteranführer zu wählen, oder so. Was? Während des Kampfes ist uns klar geworden, dass beide, Trunks und Kakashi, ihre Vorzüge haben. Das gilt für jedes Mitglied der J-Force. Wir sind alle auf verschiedenen Gebieten stark. Exakt. Also warum bestimmen wir nicht für jede Mission einzeln die geeigneten Personen, so wie es die Ninja tun? Das heißt, der Anführer wechselt von Mission zu Mission. Nein, das ist immer noch Narutos Job. Der Anführer muss über das nötige Charisma verfügen und das Team zusammenzuhalten. Gutes Argument, und Narutos Lächeln wirkt immer so entwaffnend. Und damit wäre die Diskussion beendet. Wegtreten! Weggetreten. Also total sinnlos und hat uns überhaupt nicht weitergebracht. In gar nichts. Kommt jetzt eine Sequenz? Wenn ja, wäre es nicht gerade gut, weil... ja. Mega. Mega.敵の本拠地と思われるエリアが判明した。これまで世界各地に分散する形で隠され、所在不明だったコズミックキューブがここに来てある。エリアに集結しつつあることが、キューブの強いエネルギー反応で明らかになった。おそらく、カインたちが企てている計画に必要なコズミックキューブが集まり、もはや隠す意味もなくなったのだろう。つまり、カインの計画は 最終段階に来ているということだ。悟空、ルフィ、ナルトの行方はまだつかめていないが、彼らを待っている猶予はない。今すぐ J-Force 全戦力をもって攻撃をかける。目的地はニューヨークだ。 Auf nach New York und das ohne Verschnaufpause, das ist nicht gut, denn... ja. Oh, ich darf doch verschnaufen, gut. Bin nämlich...